Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit der Minimod Balance. Ja, ich habe bis zu dem Zeitpunkt zurückgespielt, wo wir hin mussten. Und ja. Auch mit Cord machen wir das jetzt. Wir machen zwei Varianten. Eine spiele ich extra für einen Dialog und für Erfahrungspunkte. Die zeige ich euch dann noch. Ja, hilf mir, Söldner zu werden. Hilf mir, Söldner zu werden. Lass mal überlegen. Warst du schon bei Torloff deswegen? Ja, das ist die Geschichte mit der Pro. Aha. Und wie sieht so die aus? Ich soll die Miliz von Bengas Hof vertreiben. Ah ja, das ist einfach. Pass auf, komm morgen wieder, dann habe ich die Sache für dich erledigt. Allerdings musst du dafür auch etwas für mich tun. Und das wäre? Nicht weit von hier im Südosten gibt es in den Bergen ein kleines Lager der Banditen. Wenn du von hier aus nach Südosten gehst, kannst du schon den Turm sehen, der dort steht. Einer meiner Leute, sein Name ist Patrick, ist vor einigen Tagen dorthin aufgebrochen, um mit den Dreckskerlen zu handeln. Tja, ich habe ihm gesagt, dass es eine Schnapsidee ist, aber der Idiot wollte nicht auf mich hören. Ich nehme an, dass sie aus ihm Kleinholz gemacht haben. Sicher weiß ich das allerdings nicht. Du wirst es für mich herausfinden. Ja, gut. Vergiss es, die Aufgabe ist viel schwieriger als die von Torloff. Das muss es ja nicht. So ein kleines, schmieriges Kerlchen wie du ist unscheinbar und wird sie nicht weiter interessieren. Außerdem kann ich es nicht tun. Wenn die Jungs einen Söldner sehen, dann fängt ihm gleich der Buckel an zu brennen. Okay. Was sagt mir, dass sie nicht auch aus mir Kleinholz machen? Weil ich den Namen ihres Anführers kenne. Er heißt Dexter. Du wirst einfach behaupten, dass du den Kerl kennst. Dann werden sich seine Jungs zweimal überlegen, ob sie dir einfach so auf Verdacht das Fell über die Ohren ziehen. Es kann natürlich trotzdem gefährlich werden. Aber du machst das schon. Gut. Ja, ich würde sagen, das machen wir auch ganz schnell. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Wir gehen jetzt ganz schnell da hoch. Reden mit denen. Machen dann, klicken eben die Dialoge weg. Ja, und dann müsste das eigentlich, müsste ich eigentlich schon bei den Söldnern aufgenommen werden. Also es geht hier hoch. Und dann dort zu den Banditen. Und gleich kommt diese verdammte Krähe. Gleich. Gleich. Und nicht jetzt. Gleich. Gleich kommt's. Ich höre schon eine. Da. Hier musst du gleich kommen. Hier ist die Krähe. Halt! Ich will mit der... Ach so, aber... Das werden wir alles noch machen. Ich will das jetzt nur... wegklicken. Das werden wir alles noch machen. Keine Angst. Oh, das ist auch so eine Sache. Wie kriege ich das am besten hin? Das wird richtig schmerzhaft für mich. Sieh an, wer da ist. Der große Befreier. Na du... Ich suche ein paar an. Ich hatte nicht. Was soll das heißen? Das. Ja, ja. Dein Bo. Ich will. Okay, das hätten wir erledigt. Ich frage mich, warum da ein Dialog fehlt. Boah, jetzt hat die mich erschreckt. Nein, 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 nein! Puh. Wir leben noch, Leute, wir leben noch. Wir leben noch, verdammt. Gut. Wie viel Uhr haben wir denn? 22. Tag, 16 Uhr, okay.
Ich war bei Dexter. Ich war und von deinem Dex und du. Nein, das ich. Tja, was ist jetzt? Du. Okay. Das höre ich zum ersten Mal. Also. Dann gehen wir noch hier hin. Brechen alle Dialoge ab. Gut, mehr brauche ich von dir nicht. Gehen wir noch hier hin. Bla bla bla. Meine Stimme. Dann gehen wir noch hier hin zu dem. Ja. Etwas. Tja, irgendwann muss das hier so kommen. Hier hast du sie. Irgendwann muss das hier so kommen. Naja, mal. Naja, du kannst ein ordentliches Schwert führen. Den Rest wirst du noch lernen. Meinetwegen. Gut. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wie ist mein Ruf? Mal sehen. Wolf sagt, Kort denkt, du wärst gut. Seifer sagt, für ihn wäre es. Kort hast du wohl überzeugt, dass Sentenza will. Raul ist gegen. Von Silvio und Bo. Basta meinte, du wärst. Der Rest derselben. Die meisten hast du wohl überzeugt. Auch wenn Kort dabei etwas nachgeholfen hat. Meine Stimme hast du. Die meisten soll. Geh zu Lee. Gut, das machen wir. Jetzt gehen wir zu Lee. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Dann hat. Gut. Gut, jetzt gehen wir noch zu Ona. Und wenn wir das erledigt haben, können wir Söldner werden. Natürlich nur so als Show eben. Wir machen natürlich viel, viel mehr. Wer hat dich denn hier rein? Bla bla bla. So. Ich bin bereit. Hast du ich habe. Wenn wir das auf die Variante machen, kriegen wir 100 Erfahrung dafür. Mehr nicht. Und das werden wir nicht machen. Wir machen's auf die andere Weise, so wie ich es gesagt habe. Erst. Ach, warum verschwindet das Bild denn immer? Leute, ein kurzer Cut. So, nach diesem kurzen Cut sind wir auch wieder zurück. Die Mission auf Bengas Hof ist bestanden. Ja, jetzt gucken wir mal ins Logbuch. Torloff hat mich beauftragt, die Miliz vom Bauer Bengas Hof zu vertreiben. Der Hof liegt auf der Hochebene. Aufnahme bei den Söldnern haben wir. Gut. Die verbotene Weide gab es noch. Wenn ich Benga überzeugen will, dass er Balthasar wieder auf seine Weide lässt, werde ich etwas für ihn tun müssen. Die Gelegenheit wird sich sicherlich noch ergeben. Ja. Okay, nee, das haben wir alles. Gut, ich würde sagen, ich habe natürlich ein bisschen Schaden genommen. Ich würde sagen, wir reden mit Torloff. Ich habe mich um Bengas Milizproblem gekümmert. Hast du auch dafür gesorgt, dass sie morgen nicht wieder bei ihm auf der Matte stehen? Das dürfte ihnen sehr schwer fallen. Gut gemacht. Du hast deine Probe bestanden. Wenn du mit den Milizen fertig wirst, werden dich die meisten hier respektieren. Ja. Das will ich hoffen. Jetzt geht's hier rein. Ich will mich den. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stimmen. Ich habe die Probe bestanden. Gut, dann werde ich für dich stimmen. Das ist sehr gut. Jetzt reden wir mit der guten Frau hier. Was machst du hier in meiner Küche?
Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst den nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Aua. Was gibt's Neues? Hier bei uns nicht viel. Okay. Was gibt's Neues? Ona hat Söldner. Den hatten wir auch schon. Was gibt's Neues? Wir haben unsere Unabhängigkeit. Okay. Ups. Was? Die Truppen aus der Stadt holen uns nicht mehr Vieh und Ernte weg. Wir spielen das Spiel nicht mehr mit. Wir können uns jetzt selbst verteidigen. Ich glaube, mit den Bauern hatte ich allen schon geredet. Jetzt mit 3 Stück. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade 2 Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wie kam es zu den 2 Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisende überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Da hat er auch völlig recht. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Was soll ich machen?
Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Okay. Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Geil! Ich habe so einiges gehört. Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind 6 Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Okay. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Eigentlich ist noch der da, der Leute aber egal. Ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Ah, okay, neutral. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du 3 von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Das hast du nicht gewusst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Okay. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Du hast bis jetzt noch keinen von Silvios Männern zu Boden geschickt. Ich erwarte... Ja, erwartet mindestens 3. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja. Gut. Mission erhalten. Mission von Cypher. Hey. Wie sieht's aus? Hey. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Aha. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett... Oh fuck, sorry. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Scheiße, ey. Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Okay. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Ich will mich Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er es. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ja. Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Leichte Orksaxt. Einfach mal geil. Weidenbogen. Besitze ich, glaube ich, oder? Pfeile. Pfeile nehme ich immer gerne mit.
Wegen des Bogens. Weidenbogen, okay, trage ich selbst. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Das war keine Sache. Okay. Speichern. Das will doch keiner mehr sagen. Bodo. Wie du sagst. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben, aber jetzt ist Schluss damit. Das war doch schon vorher klar. In der Stadt ist von Bauernaufstand die Rede. Unsinn. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Aber Ona ist nicht mehr bereit zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Du bist ihm scheißegal, das glaub ich. Glaub mir mal. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen, aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Aha. Ich hab mir das schon. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Er hatte das nicht. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Ja, Cypher hat eigentlich erzählt, das habe ich aus Versehen weggeklickt, dass der Typ den halt immer angrinst. Ja. Her mit dem Kraut, oder du lernst mich kennen. Hör zu, alles was ich habe, ist dieser eine Stängel Kraut. Nimm ihn und lass mich in Ruhe. Du weißt ja, dass Ona Söldner auf uns aufpassen, nicht wahr? Also, mach ja keine Dummheiten. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich glaub dir kein Wort. Her mit dem... Ich hab's nicht. Wir haben ihn natürlich, höre ich zum ersten Mal. Okay. Er sagt, er hätte es nicht. Oh, ein Moment ruckelt das. Ich weiß nicht warum. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. Super kurz. Nein. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ich muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Zurzeit nicht. Mich fragt ja keiner. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Genau das. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Ich erzähl dich ja so einiges. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Man erzählt sich ja so einiges. Okay, er wollte es so. Er kriegt es so. Na was? Das hätte er doch besser wissen müssen. Oh, das leckt viel zu sehr. Da hatte ich aber verdammtes Glück, ey. Das hat er wirklich nicht verdient. Das habe ich früher auch immer gesagt. Alter, so viel. Erzählt sich ja so einiges. Wo hast du das denn schon wieder her? Keine Ahnung. Hey, du! Wegen des Sumpf. Das war keine. Wo hast du das denn schon wieder her? Ich werde sehen. Das habe ich gesagt. Also komm mir nicht so. Das ist kein Geheimnis. Du hast doch daran was ändert. 42 Stängel, Alter. War genau so, wie du sagst. Hier brauchst du das noch. Wegen des Sumpf. Ach, scheiße. Ich werde mir halt Leute über die Finger. Ich hätte das nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Hey! So, jetzt nochmal. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn. Wo ist das Paket?
Okay, okay, okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Irgendein Penner. Es war am Hafen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Du brauchst doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Das will doch keiner hier so einiges. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wir haben ihn natürlich doch noch. Oh. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich hätte das nicht. Schatz ist sehr stark am Lecken. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Einmal hier. Dann lasse ich das Sumpfkraut eben mal fallen. Das ist doch alles mal Gerede. Genau das habe ich gemacht. Hey, Cypher. Das will doch keiner mehr. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? So wie du sagst. War es dieser Bodo? Nein. Es war einer von den Söldnern. Da. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt. Mich brauchst du das. Yo! Lass mich lieber die Finger. Das will doch keiner wissen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich meine Meinung dir doch nichts Neues. So. Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Immer wieder das Gleiche. Da ist nichts zu holen. Nein, den will ich ansprechen. Du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja. Yeah. Das tat gut. Ich schätze ihm nicht so. Was geht der kleine Penner auch an meine Truhe? Ich habe gar nichts mehr. Ich habe da meine eigene Meinung. Da muss man mal zuhören. Ah, fuck, meine Maus hat aufgegeben. Wegen des Sumpfkrauts. Es gibt nur noch mehr Ärger. Eben mal meine Maus aufladen. Upsala. Gut. Hier hast du ein paar Stängel. Genau das habe ich. So wenig? Das habe ich doch in einem Mal weggeraucht. Also 10 Stängel müssen es schon sein. Okay. Immerhin gebe ich dir meine Stimme für die Aufnahme bei uns. Natürlich. Kameradenschwein, du hast Cypher erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Natürlich. Ich werde den Teufel tun, für dich zu stimmen. Weißt du was? Nein. Das hier. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Manchmal lasse ich mich auch von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies zusammenschlagen. Das habe ich früher auch immer gesagt. Oh, ich weiß jetzt, wie ich die Folge nenne. Rachsüchtige Sumpfkraut-Junkies. Warte mal. Oh nee, ich wollte dich nicht ansprechen. Ey. Meine Meinung, keine Meinung. Rachsüchtiger Sumpfkraut-Junkie. Das war keine große Sache. Ein Stängel Sumpfkraut. Meine Warte mal. Das waren ein paar Stängel, egal. Das war doch schon vorher. Wegen des Sumpfkraut. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Okay. Leads vertreiben haben wir gemacht. Für ein paar Stängel. Cypher gibt mir seine Stimme, wenn ich ihm ein paar Stängel Sumpfkraut bringe. Das habe ich gemacht. Das Krautpaket. Dem Söldner Cypher ist ein Paket mit Sumpfkraut abhandengekommen. Er vermutet, dass Bodo es gestohlen hat. Da hat zugegeben, dass er das Krautpaket gestohlen hat. Er hat es im Hafenviertel von Korinus verkauft, in der Nähe des Bootbauers. Mit freundlichen Grüßen, Jarvis will, dass ich ein paar von Sevius Jungs umhaue, damit ich seine Stimme kriege. Dazu muss ich mich nicht mal an die Duellregeln halten. Zu Sevius Männern zählen Sevio, seine rechte Hand Bulko, Rod, Sentenza, Festa und Raul. Es reicht, wenn ich 3 von Sevius Männern zu Boden schicke. Mit Sevio selbst sollte ich mich besser nicht anlegen. Noch was? Aufnahme bei den Söldnern? Die Aufgabe, die Torloff mir gestellt hat, habe ich erfüllt. Respekt der Söldner.
Damit die Söldner mich respektieren, sollte ich die Aufgabe erledigen, die Torloff mir stellt. Zudem werden die Söldner von mir überzeugt sein, wenn ich ihnen helfe oder sie im Duell besiege. Die Duellregeln. Ein Duell muss durch eine Herausforderung begonnen werden. Dann wird sich auch kein anderer einmischen. Beim Duell darf nicht getötet werden. Kurzstimme habe ich im Sack. Cypher stimmt für mich, wenn ich mich den Söldnern anschließe. Gut. Das ist eine schlimme Sache. Gehen wir noch ins Haus. Meinst du, mir geht es besser? Ist Khaled noch da? Ja, Khaled ist noch da. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Er hat natürlich den Steinbrecher angelegt. Ich könnte mir so etwas. Hast du was dagegen, wenn ich... Wenn du die Probe bestanden hast, werde ich... Das habe ich. Na, dann ist ja alles klar. Da muss man auch mal zuhören. Gut. Jetzt reden wir mit dem guten Kerl. Und dann ist der Part auch schon vorbei. Ich werde mich da nicht einmischen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ist das wirklich wahr? Vasili! Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen. Sonst gibt's Pein hinter die Ohren, klar? Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Richtig. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige und ich habe sie alle erwischt. Einige. Okay. So. Ich habe hier eine alte Münze. Zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Nix da, ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Du Hund, Nee. Die hat eh keinen Wert für dich. Ich habe hier eine alte Münze. Du Hund, weißt, was ich dafür zu zahlen bereit bin. Eine Goldmünze, nicht mehr. Okay. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du mich findest. Sehr schön. Interesse an weiteren alten Münzen? 5 Stück hatte ich. Sicher? Hast du noch welche? Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Gut, das war's dann. Dann starten wir hier demnächst. Da will ich nämlich noch was abgeben für eine bestimmte Quest. Ja, ich hoffe, es hat euch trotz des Schnitts gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2 mit der Minimod Balance. Ciao!